So, du bist nass gespritzt worden durch die Keilklinge. Das müssen wir jetzt natürlich mal ganz schnell noch in Ordnung bringen, mein kleines Lollipop. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass du eigentlich das Wasser mögen müsstest und es einfach über deine Pflanzen aufnehmen könntest. Setz mal Verwurzeln ein oder Synthese oder so. Synthese wirkt bei Nacht wahrscheinlich nicht so gut wie am Tag, oder? Zählt das auch als Wetter? Das könnte dann Gefahren beugen. Gerade wenn ich immer wieder nachts spiele. Weil dann gab es ja Mondschein als Alternative zur Synthese, ne? Na, okay. Gut, noch ist Floripurpa aber auch noch nicht komplett zufrieden mit mir. Gib mir nochmal ein High Five. Komm, du kannst das. Ja, schönes Pfötchen gegeben. Sehr schön. Aber das sollte, bringt überhaupt nichts dafür, ist aber auch egal. Oh, Molunk braucht unbedingt noch ein bisschen mehr. Den haben wir ganz schön vernachlässigt in der Zeit, weil er ja auch nur gekämpft hat. Hallo. Ja. Freut er sich auch. Du kriegst auch noch ein bisschen ein paar feuerrote Herzchen von mir. Ja, ich sehe, du bist hungrig. Mit einem wunderschönen Teehäuschen, wenn es das überhaupt ist, im Hintergrund. Einen schönen goldenen Palast, den können wir nachher dann abfackeln, wenn du willst. Nicht, dass wir das waren. Ach, nein, bloß nicht. Wir haben es dann bloß zufällig zur Asche gesetzt. Ich meine, es sieht fast so aus, als wenn wir dort drei Hunde reinbringen würden, würde Ho-Oh auftauchen und die zu drei geilen Hunden machen. Ich meine ja nur, vielleicht ist das ja nur gut, was wir da vorhaben. Es ist zumindest mal ein Versuch wert. So, bei dir waren die Hände am geilsten, ne? Ja! Dann gib mir doch deine Hand. Dein Pfötchen ist wirklich eine Hand bei ihm. Und du bist auch endlich auf drei. Mensch, das hat aber lang gedauert mit dir. Ha, dann geht's ja auch wieder besser. Toll. Ich wollte übrigens, wie gesagt, im Let's Play das nicht mehr ganz so häufig machen. Das heißt, wir haben jetzt, bis auf bei Schnecki, alle mindestens auf 4, wie es jetzt aussah, ne? Ja, ja, da kamen wir. Da schleimt sich so ein bisschen rum. Das finde ich so geil. Schleimt es sich mal von links nach rechts. Schleimt sich in mein Herzchen. Alles schön und alles gut. Du wobble, wobble, wobbles noch ein bisschen. Also, wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du. Und jetzt kriegst das hier. Weil ich auch mal die ganzen Bohnen leer kriegen will, damit ich immer rüber scrollen muss und auch so irgendwie dann hingehen kann. Dann passt das schon. Hast ja fein aufgegessen, musste keinen Hunger haben und mich auffressen. Alles in Ordnung. Und da ist auch es wieder flauschig. Schön. Können wir ja zurückgehen. Wo Pikachu vielleicht auch noch eine Streicheinheit verdient hätte. Aber der weiß, dass ich es liebe. Wir verstehen uns eh ohne Worte. Alles super. Damit haben wir jetzt schon den Boss von Team Skull besiegt. Das ging schnell. Bro, nee! Was treibst du denn da? Entfesse die zerstörerische Kraft deiner Pokémon! Sieh nur, richtig? Den Namen werde ich mir merken. Das nächste Mal bist du fertig. Okay. Der Boss hat dich bloß gewinnen lassen. Du wirst schon merken, wenn er ernst macht. Yo, Digga, Bro, das wird schon. Gegen ein Kind auf Inselwanderschaft zu verlieren, das wäre eine Blamage für Tipps, geil. Respekt, Sinu, du hast dich wacker geschlagen. Danke, schön, dass du dir auch meinen Namen gemerkt hast. Hast du dir auch meine Nummer gemerkt? Die Nummer wirst du nämlich nie vergessen. Sinu, das waren ein paar spektakuläre Attacken, ich bin echt beeindruckt. Ja, das perfekte Pika-Projektil ist da schon, nice, nice. Ah ja, fast hätte ich vergessen. Dir was sehr Wichtiges zu geben. Diesen Z-Kristall solltest du Bremarena zum Tragen geben. Der letzte Entwicklungsstufe des Rubble, das du von Hanna bekommen hast. Nice, 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 Bremarenium Z, endlich! Schaumserenade wird noch geiler. Sag mal, Seno, diese Maske, die du dabei hast, die hast du doch von Marlon, oder? Ich kann sie dem großen Masquerial für dich überreichen. Er ist ein guter Freund von mir. Ja, 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 hier, nimm mal. Du hast Professor Kukui die Professor des Masquerial gegeben. Ach ja, Seno, weißt du zufällig, wo die sich gerade herumtreibt? Hier bin ich. Da steht sie. Obwohl, wenn ich mir recht überlege, ich glaube, sie ist eine Bibliothek. Und ich habe. Ja. Und ich habe mit dir von der. Ich bin auch mit von der Partie. Wir werden zusammen unterwegs. Und Tani ist sicher wieder in einem Malasadalad und steckt sich im Bauch voll.
Ich war ganz schön in Sorge wegen euch, Professor Kokoye und Sinu. Mit den Schergen von Team Sky sollte man sich besser nicht anlegen. Ach, was? Nein, wir sind zu schlappschwanzig. Ich will ein paar Attacken im Kampf auszutauschen, ist der schnellste Weg, einen anderen Trainer richtig kennenzulernen. Wie einfach immer noch lacht. Naja, ich werde mich da wohl auf den Weg zum Mount Lanakila machen. Die Geburtsstunde der Pokémon-Liga naht. Es gibt noch viel zu tun. Halt, auf deiner Inselerschaft weiter die Ohren steif, Sinu. Im Moment, wo du Halt liest und denkst, kommt ein Halt, Stopp und dann doch nicht. Sinu, pass bitte gut auf dich auf. Hey Sinu, du hast gerade Prüfung bestanden, stimmt's? Herzlichen Glückwunsch! Und an der nächsten Prüfung teilzunehmen, musst du zunächst zum Dorf der Kapu. Das ist in der Route 11. Wenn du Route 11 nicht findest, frag einfach einen Polizisten nach dem Weg. Ich habe schon kennengelernt. Viel Erfolg, du schaffst das schon. Los, Lilly, wir zwei gehen ja zusammen shoppen. Sie hat ein böses Inneres. Ich sehe es kommen. Schönes, weiches, aber böses Inneres. Chris, Prüfung war doch ein Klacks für dich. Ja. Ich hatte absolut keine Probleme mit der Prüfung. Das hat Rotom absolut richtig erkannt. Also das muss man ihm mal sagen. Rotom hat echt eine geniale Auffassungsgabe. Wollen wir sie mal so beschreiben. Gut, dann heim wir nochmal kurz zu Pokémon, weil dieser Kampf gegen Team Skull auch so schön einfach ging. Okay, den haben wir zumindest gut geregelt. Also trotz des Typen-Vor-Nachteils haben wir das doch, oh shit, da war gerade mein ganzer Computer, ganz gut geregelt bei dieser lang werdenden Nase, wegen den ganzen Lügen wackelt mein ganzer Computer. Mensch, passiert halt mal. Okay, dann, wir haben das alles schon abgesucht, wir haben auch schon das Pam-Pam gefunden, das heißt, ja, ne, Polizist, bei Polizisten bitte einmal links abbiegen und dann wieder auf der Route, die wir auch schon durchgekämpft haben. Geht's halt ausnahmsweise mal schnell voran. Da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ich dachte, hier wäre wie irgendeine Ziegerzelle gewesen. Aber scheinbar nicht. Hallo, la junger Trainer auf Inselwanderschaft. Dann lass mich mal sehen, wie viele Zeckerzelle du bisher gesammelt hast. Viele. Oh. Ah, dieses strahlende, leuchtende Gelb, das muss ein Voltium Z sein. In Ordnung, dann öffne ich die Barriere für dich. Vor dir liegt eine Prüfung mit Pokémon vom Typ Geist. Wir haben Biss bei Floripurpa, bei der Wundertüte. Das ist gut. Gift ist nicht so geil. Unser Drache ist auch nicht perfekt. Tarnheel wäre halt gut gewesen, ne? Ich wünsche dir viel Spaß. Aber der kommt ja erst später noch. Geist. Wir haben echt noch gar kein Psycho-Pokémon, kann das sein? Ich gehe gerade gedanklich. Ich brauche gar nicht gedanklich durchzugehen, die sind alle dort. Nein. Ist Fehlgut? Ich weiß gar nicht, ob Fehlgut gegen Geist ist. Ich dachte eigentlich nicht so. Aber hey, was soll's? Wir kommen auf Route 12. Eine unwegsame Felsroute. Inselwanderschaftsschild. Du drückst du im Bericht eines Pokémon den Y-Knopf, erscheint ein Diagramm, das dir verrät, wie stark seine Basiswerte ausgeprägt sind. Dieser Tipp wurde präsentiert von Captain Chris, der oft mit Fragen zu diesem Thema gelöchert wird. Ja, natürlich. Genauso wie ich oft zu anderen Fragen gelöchert werde, wie warum bist du Monster so gut? Warum bist du der beste Pokémon-Trainer auf der Welt? Sind so Fragen, die kommen halt einfach, wenn ich da so durch die Gegend laufe. Hey, Sinu! Ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Hab ich schon nach dir gesucht. Ola, bereichst du mir am besten auf dem Rücken von Pamparos. Du hast mir auf der Kala sehr geholfen. Als Dankeschön würde ich dir gerne Pamparos über den Pokémobilfunk zur Verfügung stellen. Komm schon, du keine falsche Bescheidenheit. Hey, wir haben ein Pferd. So viel geiler als ein Drache, ein Urzeitmonster, ein Hund als Reittier und natürlich ein Stier. Das hätte ich eigentlich bei unserem Begegnung in Malia City machen sollen. Aber Lillys strahlende Schönheit hat mich geblendet. Ich habe es einfach verschwitzt. Ha. Lesbisch. Ich hoffe... Oder ist sie schwul? Männlich, weiblich? Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, ich hätte absichtlich gewartet, bis du ohne Pamparos nicht mehr weiterkommst. Würde ich doch niemals machen, also wirklich. Zur nächsten Prüfungsette kommst du übrigens, wenn du hier immer geradeaus und dann weiter zum Dorf der Kapo gehst. Ich wünsche dir nochmal viel Glück.
und geht mit ihrem geilen Pferd weg. Also, mit ihr zu reiten ist scheinbar eher schwierig. Trotzdem, weil ich ja mal Taurus hier einmal Bismarck, schnüffeln wir mal kurz durch, bis es nicht mehr weitergeht. Ein Doppelkampf, wenn wir es richtig geschickt anstellen, oder? Sind meine Pokémon ordentlich dafür geordnet? Nicht ganz. So. Immerhin, dass Schnecki wenigstens mal an zweiter Stelle steht. Und scheinbar will keiner von denen kämpfen. Wenn es auf Route 12 einen König gibt, dann bin das wohl ich. Und darfst gegen mich kämpfen, wenn du alle anderen Trainer auf der Route besiegt hast. Da fällt mir das ein, bevor ich die jetzt alle noch vergesse. Wir kommen nicht auf den Berg. Es gibt keinen Landeplatz auf dem Berg, obwohl da ein Pokémon Center ist. Warte, ich lande wahrscheinlich gerade auf dem Berg. Never mind, denn am Fuße ist kein Pokémon Center. Wir haben da noch einen vergessen. Wir müssen mal noch mit dem guten alten Hanzo reden, der hier oben auch noch meinte, ich bin der Stärkste. Die anderen haben mir erzählt, dass jemand alle Trainer auf dem Hokulani-Berg besiegt habe. Was du das? Nicht schlecht für einen jungen Trainer wie dich, das gefällt mir. Bevor wir anfangen, sollst du wissen, dass ich die Z-Kraft einsetzen werde. Bist du bereit? Ich bin bereit, jederzeit. Ich koche vor Spannung. Ich entschuldige mich im Voraus dafür, dass meine Pokémon sich nicht zurückhalten werden. Also er entschuldigt sich im Voraus dafür, dass er keine Entschuldigung mehr hat, warum er nachher verloren haben wird. Geht klar. Veteran Gandalf. Er scheint immer genau dann, wenn er es für richtig hält. Absol. Ah, alles klar. Hab leider keinen Kampfangriff mit, aber ich denke, das sollte bei dir trotzdem in Ordnung gehen. Ich glaube, der einfache Weg des vollen Angriffes sollte bei Absol tatsächlich ausreichen. Ansonsten hätte ich jetzt noch Gift eingesetzt, aber oh mein Gott, Z-Kraft. Was für eine? Und nicht bestimmt, ne? Nimmt alle Kraft zusammen und setzt einen Z-Angriff ein. Schwarzes Loch des Grauens. Sollte nicht sehr, also nicht sehr effektiv sein. Sieht aber halt trotzdem immer noch so böse aus. Okay. Nein, und das Matthias wurde besiegt. Shit. Okay, es haut doch richtig hart rein. Halt eine Z-Kraft, ne? Die ist dafür da, um möglichst One-Hit zu töten. Feuer-Odem. Oh, okay, ist ein Absol stark. Macht natürlich einfach einen Volltreffer. Ja, feg doch die Wand an. Gut. Ich hätte auch gleich Wundertüte holen können. Vierbeiner gegen Vierbeiner. Ich würde jetzt mal Luke als Zweibeiner zählen. Mach mal ein Rasierblatt. Auch gut. Bin ich halt schneller. Wirst du halt einfach rasiert, Junge. Das ist ein Volltreffer, wenn es viel gelobt wurde. Oh, toll. Was ist das Scheiße? Warum sterben die zwei immer bei harten Kämpfen als erstes? Verloren. Ich ertrinke in einer Flut aus Gefühlen. Am liebsten würde ich meinen Frust rausschreien. Ja, genau so siehst du aus, Junge. Genau so und nicht anders. Die hätten mehr darauf achten sollen. Du hast da ein paar ordentliche Pokémon. Ich sollte dir wohl dafür danken, dass du uns so gut erhalten hast. Hier ist es für dich. Eine Standpauke. Die werde ich erst an meinen Pokémon halten. Warum die sich einfach so von Volltreffern treffen lassen? Schnecke, du musst mal schneller zur Seite springen. Nur Trainer mit einer tiefen Verbindung zu ihren Pokémon können die Z-Kraft nutzen. Ich stehe beispielsweise meiner Pokémon näher als meine Familie. Ja, weil du stehst hier oben mit ihnen und deine Familie ist irgendwo Berg runtergeschubst worden. Gefallen. Sorry. Verspreche ich mich ab und zu gerne mal. Ach man, das nervt. Das wirft immer so ein schlechtes Licht auf mein Team. Gut, die Z-Kraft, ja, geht in Ordnung. Die tut weh. Wer weiß, was er eigentlich eingesetzt hat. Vielleicht hat die 200 Schaden oder so mit drin. Kann man vorher nicht wissen. Aber dass Viscora dann auch noch so hart mitgenommen wurde. Das tut innerlich ein bisschen weh durch den Volltreffer halt, aber Viscora ist halt noch Viscora. Fehlen noch 7 Level, dann kann es anfangen reinzuhauen. Ich sage euch, das wird noch geil, aber das ist halt noch nicht der Fall. Kommt halt alles noch. Irgendwann, aber was wir jetzt erstmal trotzdem machen können, ist es Pamparas Galopp. Schauen wir mal, wie das Pferdchen so läuft. Oh, wir traben so vor uns hin. Oder rennen halt auch relativ langsam. Gut, Taurus ist weiterhin der Schnellste.
Das ist sehr gut zu wissen. Das heißt, ich werde Pamparos auch nicht irgendwie vornehmen oder vorziehen. Doch, ich werde, ich weiß, was ich mache. Ich nehme Lapras raus, weil Lapras kommt eh nur, wenn ich das Wasser anrede. Daher passt das so wesentlich besser. So. Momentan müsste Viscora sogar ein bisschen vom Level her höher sein als die anderen. Das heißt, ich nehme mal Viscora wieder vor. Wir probieren es nochmal. Wenn es nicht klappt, dann nehmen wir halt einen Beleber und kämpfen halt normal weiter. Hat ja bisher auch immer ganz gut funktioniert. Aber ansonsten, vielleicht kann Viscora ja endlich wieder zeigen, dass es doch was drauf hat. Oder wie viel es halt doch drauf hat. So, da haben wir mal kurz zu unserem Ziel. Lalalala. Und los geht's. Kann ich euch auch. Hier kann ich tatsächlich rüber traben. Okay. Und ich sehe eine Zeigerzelle. Und natürlich noch ein Feuerheiler. Auch ganz toll. Jetzt muss ich echt jedes Mal wechseln, nur damit Bisbach auch weiter schnüffeln kann. Nur damit ich mein eigenes Schnüfflerradar. Ich soll ein Detektiv werden. Schnüffelradar nicht anwerfen muss. Na, okay, geht klar. Hier ist doch irgendwas. Warte, das waren Terabarks Haare, die ich gesehen habe im Gras. Oh, ja, natürlich. Warum auch nicht? Gut, dass erstmal mein Feuer-Pokémon hier vorne ist. Hier gibt es scheinbar auf dem Hügel doch ein, zwei Feuerstückchen. Das Vieh kann Dürre. Ich glaube, ich baue mir ein zweites Team mit Dürre auf. Würde zumindest jetzt theoretisch passen. Das heißt, jetzt ziemlich böse mit seinen Feuerangriffen. Die könnten dann durchaus reinhauen. Erstmal ist es paralysiert, das ist nice. Und Fluch. Gut, dass es kein Geist ist, aber das passt. Wir wissen jetzt, die Typin ganz oben setzt Geist-Pokémon ein. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die besiegen soll und wie ich den Geistherrscher vernichten soll. Das wird noch äußerst schwierig. Aber die können höchstwahrscheinlich alle Fluch und ziehen dann die Hälfte ihres Lebens ab, um mich zu verfluchen. Geil, dass der hier auch schon Fluch kann. Wirkt es zwar anders, aber trotzdem an sich ganz geil. So, Heilball ist nicht ganz so effektiv. Ich denke, meine Hyperbälle sind hier, obwohl Finsterbälle jetzt im Dunkeln auch schon wieder gehen müssten. Aber, naja gut. Obwohl, wir haben hellen Sonnenschein. Er hat einfach mal eine Sonne über uns erschaffen. What the fuck, Meister der Sonne? Helios? Hieß der so? Geht in Ordnung, der Name steht fest. Aber sowas von. Und Schnecki steigt noch ein Level auf. Sehr schön, Schnecki. Nur noch 6 Level und du bist endlich auch noch einsatzbereit zum richtigen Kämpfen und nicht nur zum Abstauben. Und Wundertüte, der Sonnentag. Das passt doch mal geil mit Synthese. Problem ist, was verlerne ich? Aber Sonntag muss sein. Weil ich will ja dem auch noch Solarklinge beibringen, was auf Level 54 lernt oder so. Und das ist wie Solarstrahl plus Physik. Und entweder ich gebe ihm Energiekraut, was ich nicht habe, oder es muss Sonntag mit rein. Und dann vielleicht der Heißbrocken, den wir bekommen haben. Das heißt, ich würde Schwertanz rausmachen. Da fehlt mir zwar der Plus 2, aber da Floripop auch so ordentlich reinhaut und ich mich nicht zwangsweise immer selber nochmal hochsetten muss, das ist in Ordnung. Außerdem ist dann Synthese auch nochmal besser. Ich glaube, ich werde mir hier mal zwei Wetterteams machen. So mehr oder minder. Also nicht komplett darauf festlegend, aber mal schauen, ob das funktioniert. Weil bisher habe ich immer ohne Wetter gespielt. Das war mir so schnurzpiep egal. Aber wenn ich jetzt so viele Angriffe habe, die irgendwie darauf aufbauen könnten, ist das schon vielleicht mal eine vielleicht beschissene Idee, aber es ist eine Idee. So, registriert. Hey, wir haben 40, 40, 55 und das ergibt im Durchschnitt 33. Because Mathematik. Also ja, ich weiß, es gibt noch eine Insel, aber trotzdem. Kohle ist die Quelle seiner Energie. Ein Glück, dass in dem von Quirtel bewohnten Bergen große Kohlevorkommen schlummern. Okay, kann als Pose aufstampfen und dabei seine Rauchwolke vergrößern. Die Rauchwolke sieht so scheiße aus, ohne Scheiß. Okay, trotzdem, du bist mein Helios, der Sonnengott, weil du einfach in der dunkelsten Nacht am helligsten Tag hinter den Sternen eine weitere Sonne erschaffst. Und du gehst auf den PC und wirst gewundertauscht. Wop, 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 so spielt das Leben. Okay, und Alter, hast du dich dreckig gemacht. Was ist mit dir passiert? Hat dir irgendjemand Rauch ins Gesicht gespritzt oder so? Meine Güte, Junge.
Aber gut, das lässt sich ja jetzt sehr leicht und easy regeln. Und ich weiß, das Absol war immer noch so böse zu dir. Aber keine Angst, ich werde mich auch gut um dich kümmern. Irgendwann, mein Freund, wirst du der badass Ficker vor dem Herrn sein. Und jeder, der über dich redet, muss mit dieser Stimme reden, weil er sonst deiner Geil und Süßigkeit nicht gleichkommt. Aber ansonsten, bis dahin dauert noch ein Weilchen, mein kleines Schnecki. Ja, das kitzelt, ich seh's dir an. Und deswegen müssen wir uns erstmal ganz langsam darin anarbeiten. Hoffentlich nimmst du mich nicht böse, aber ich muss halt immer mal testen, was so deine Stärke ist. Und wenn die Stärke hoch ist, muss ich dich loben. Und wenn nicht, muss ich loben, dass es bald irgendwann so wird. So, mit dem High Five haben wir es abgeschlossen. Mulung geht's dahin nicht ganz so gut. Yeah, er freut sich aber, du, mein Bro. Ja, du hast nur die Scheißarbeit erwischt beim Absol. Du musstest da so ein bisschen den Todesangriff abfangen. Erinnerst du dich an Star Wars und den Todesstern? Ja, du warst Alderaan. Tut mir leid, aber hey, aua, das passiert halt ab und zu mal. So, Floripurpa hat absolut keine Zuwendung mehr. Setz mal Synthese ein.